Schloss Leonberg. Ein Ort tödlicher Intrigen, mörderischer Eifersucht und dunkler Geheimnisse. Kein Wunder, dass nur selten ein Gast den Besuch überlebt, trotz der herzlichen Begrüßung durch die Schlossgesellschaft. Baronin Elisabeth von Porz, stolze Erbin von Schloss Leonberg. Friedrich Wilhelm von Gatow, Oberst der Fremdenlegion und ihr treu ergeben. Pfarrer Clemens Grün, der sich nicht nur um seine Seele sorgt. Dr. Peter Blom, Gutsverwalter und Restaurator des Schlosses und eng befreundet mit Gloria Thorbach, selbstbewusste Stieftochter der Baronin. Und Helene Weiß, Köchin und guter Geist des Hauses. Viele Leichen für Hauptkommissar Rolf Thaller. Heute empfängt Schloss Leonberg. Aber ich habe auch in Afrika gelebt. Und ein Panzer, der für Europa gebaut wurde, geht dort sofort kaputt. Zu ihrer Sicherheit begleitet sie Gundis Zambo. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu Cluedo, dem Mörderspiel. Eine internationale Jet-Set-Lady möchte heute unbedingt auf Schloss Leonberg empfangen werden. Anscheinend ahnt sie nichts von dem Fluch, der auf dem Hause liegt. Aber es trifft auch sie, tödlich. Und wir suchen den Täter, die Tatwaffe und den Tatort. Sie zu Hause sind die Detektive und hier sind 100 Studiodetektive. Guten Abend. Und Sie sind einsatzbereit, das kann ich Ihnen sagen. Und der Schnellste und der Beste hier im Saal, für den haben wir als Belohnung unsere Cluedo-Reise. Aber zuerst heißt es einen Mörder finden. Hier sind unsere 6 Mordverdächtigen. Baronin Elisabeth von Porz, Oberst Friedrich Wilhelm von Gatow, Gloria Thorbach, Dr. Peter Blom, Frau Helene Weiß, hallo, und natürlich Pfarrer Clemens Grün. Eine dieser 6 Personen wird heute Abend den Mord begehen. Und sie wird eine dieser Tatwaffen hier benutzen. Am besten ist, sie schreiben mit, die ändern sich jedes Mal. Vielleicht einen Grillspieß oder Gift aus dieser Flasche. Vielleicht auch eine Pistole. Wird der Mörder eine zerbrochene Flasche benutzen? Vielleicht eine Schere? Oder einen schwarzen Seidenstrumpf? Nobel, nobel, auf Schloss Leonberg mordet man anscheinend mit schwarzen Seidenstrümpfen. Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist das der Tatort. Hier hinter mir, Schloss Leonberg. Aber wir suchen den Raum. Vielleicht passiert das Ganze in der Küche. Oder im Esszimmer. Wird der Mord im Billardzimmer passieren? Oder im Salon? Vielleicht in der Bibliothek? Oder spielt sich das Drama vielleicht im Arbeitszimmer ab? Eines davon ist auf jeden Fall der gesuchte Tatort, liebe Zuschauer. Und jetzt heißt es, Mantelkragen hoch und mit Papier und Bleistift bewaffnen. Das Mörderspiel kann beginnen. Was führt dich her? Kann ich ein paar Tage hier bei dir auf dem Schloss bleiben? Bei mir ist eingebrochen. Du bist natürlich immer herzlich willkommen. Fehlt was? Na, ich weiß es nicht. Sie haben gehaust wie die Vandalen und was Bestimmtes gesucht. Ich glaube, das hier. Kann ich es sicher bei dir deponieren? Gib's Dr. Blom in Verwahrung. Ach, das wird Katharina sein. Ich habe mich schon gefragt, wo sie bleibt. Wir beide organisieren die große Wohltätigkeitsgala. Bis nachher. Ja. Oh, Entschuldigung. Guten Tag, ich bin Martina May. Melden Sie mich bitte bei der Baronin. Ich weiß, wer Sie sind. Und ich glaube nicht, dass die Frau Baronin Sie empfangen wird. Das glaube ich aber doch. Wir sind verabredet. Davon weiß ich nichts. Bitte warten Sie hier. Baronin, draußen ist diese Martina May. Sie behauptet, dass sie eine Verabredung mit Ihnen hat.
Wie bitte? Es stimmt also nicht. Natürlich nicht. Ich erwarte Katharina von Hartenberg. Wegen der Gala. Ich werde sie sofort wegschicken. Halt! Sie wollen sie doch nicht etwa empfangen? Ich möchte wissen, was sie hier will. Die Frau Baronin lässt bitten. Na also. Hier entlang, bitte. Danke. Guten Tag. Schön haben Sie es hier. Was wollen Sie hier? Und wieso erzählen Sie meiner Haushälterin, wir wären verabredet? Wir sind verabredet. Sie erwarten doch Frau von Hardenberg. Ja. Ich vertrete Frau von Hardenberg. Sie? Sie hat sich den Fuß gebrochen und hat mich gebeten, das mit Ihnen zu besprechen. Ich mit Ihnen? Das ist die Liste der Gäste, die die Spenden in Millionenhöhe garantieren. Ach ja, die Gästeliste. Ja. Das ist bedauerlich. Wie geht es ihr? Sie trägt es mit Fassung. Elisabeth, ich brauche... Oh, guten Tag. Guten Tag. Peter Blom, mein Verwalter. Das ist... Martina May. Martina May? Die May, die überall zu finden ist, wo sich die High Society trifft? Ja, entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Richtig. Dann kenne ich Sie aus vielen Illustrierten. Es ist alles gelogen. Darf ich den Mantel abnehmen? Gerne. Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei der Arbeit. Ganz und gar nicht. Guten Tag. Schauen Sie mal, wen ich Ihnen hier mitbringe. Herr Pfarrer, ja, um Gottes Willen, Clemens, was denn passiert? Er ist mit einem Dutzend anderer Tierfreunde in ein Labor eingebrochen, hat die Tiere rausgelassen. Als sie ihn erwischten, hat er 3 Polizisten niedergeschlagen. Ich habe aber auch ganz schön was abbekommen. Ja, nun kommen Sie doch rein. Danke, Baronin, die Pflicht ruft. Die Kollegen haben eine Leiche aus dem Kanal gezogen, ich muss hin. Vielleicht ein andermal. Ja. Hallo, Kommissar. Na nun, was ist hier los? Clemens ist verhaftet worden, weil er in eine Schlägerei geraten ist. Sie wären stolz auf mich gewesen, Friedrich. Ich habe gekämpft wie ein Löwe. Clemens, Sie sind eben doch ein Krieger. Ein Streiter für die gute Sache. Helene, ich habe eine Bitte. Das hier muss in den Kühlschrank. Was ist das? Beta-Cyanid-Chlorwasserstoff. Das habe ich aus dem Labor, damit werden die Tiere getötet. Keine Angst, die Flasche ist fest verschlossen. Also gut, aber gerne tue ich das nicht. Ach, Herr Pfarrer, bleiben Sie zum Essen? Wir haben einen Gast. Gern, wer ist es? Martina May. Nie gehört. Vorher war sie mal Model. Dann hat sie einen betagten Playboy nach dem anderen geheiratet. Und jetzt fährt sie in der Weltgeschichte umher und gibt die Abfindung aus den Scheidungen aus. Oh, das stelle ich mir sehr abenteuerlich vor. Eine unmögliche Person. Sie hat der Frau Baronin mal sehr, sehr übel mitgespielt. Also, wenn es nach mir ginge, ich hätte sie nicht hereingelassen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Schloss. Doktor, kann ich Sie mal einlaufen? Guten Tag, Oberst von Gard. Guten Tag, Martina May. Was ist das? Wem gehört das? Wem gehört dieses Ding hier? Mir? Wieso? Oh nein. Weil es Mord ist. Weil man Dutzenden von wehrlosen Tieren für diesen Mantel bei lebendigem Leibe das Fell abgezogen hat. Wie bitte? Ja, das wissen Sie natürlich nicht. Was würden Sie sagen, wenn man Sie umbringt, nur um einen Mantel aus Ihnen zu machen? Wie kommen Sie dazu, mich so hier anzubrüllen? Doktor, ich habe eine Bitte an Sie. Kann ich in Ihrem Arbeitszimmer etwas sicher verschließen? Selbstverständlich. Tun Sie mir auch einen Gefallen und beruhigen Sie den Pfarrer. Clemens, Sie müssen mir unbedingt erzählen, wie Sie das Labor gestört haben. Ja, natürlich. Ach so, das war alles ganz genau. Oberst! Der hat jetzt zu tun. Kommen Sie. Was macht eigentlich Ihr Mann? Welcher? Peter? Oh, Gloria. Das ist Martina May, Gloria Thurbach. Guten Tag. Sehr angenehm. Ich zeige ihr gerade das Schloss. Glauben Sie mir, der Ruhestand ist nichts für mich.
Ich suche immer nach irgendwelchen neuen Aufgaben. Friedrich ist erstaunlich gut in Form. Das ist mir auch schon aufgefallen. Sehen Sie, ich kenne Afrika wie meine Westentasche. Ich war immerhin 16 Jahre da. Der alte Wüstenfuchsrommel, nur 3. Gehen Sie in die Entwicklungshilfe? Ja, so kann man das auch nennen. Aber ich meine, dass ich hier nicht darüber reden sollte. Sie müssen sich wegen mir keine Gedanken machen. Ich kann schweigen wie ein Grab. Na, Friedrich? Ja, nun gut. Eine deutsche Firma hat den Prototypen eines Panzers fertiggestellt. Da sich aber hier in Europa die politische Lage weitgehend entspannt hat, wird er nicht mehr gebraucht. Man sucht also nach neuen Absatzmärkten und will sich meine alten Afrika-Verbindungen zunutze machen. Ich bin zwar nur eine Frau, lieber Oberst, aber ich habe auch in Afrika gelebt. Und ein Panzer, der für Europa gebaut wurde, geht dort sofort kaputt. Sie sind nicht nur eine sehr schöne Frau, sondern auch eine sehr kluge, Martina. Man hat den Kampfwagen neu konzipiert und ich soll die neuen Konstruktionspläne auf ihre Wüstentüchtigkeit überprüfen. Ach, das ist sehr interessant. Friedrich, würdest du uns eine neue Flasche Rotwein auswählen? Ja, natürlich. Ja. Der Oberst ist wirklich ein ganz ungewöhnlicher Mann. Ja, Friedrich schreibt nächstes Jahr seine Memoiren. Ich schicke Ihnen ein Exemplar. Sehr freundlich. Wir sind vorhin unterbrochen worden. Ich wollte Ihnen von den armen Tieren erzählen. Ich habe absolut keine Lust, mich mit Ihnen über meine Kleidung zu unterhalten. Doch, das werden Sie. So? Ich verlange es. Wieso haben Sie eigentlich gerade eben mit größtem Vergnügen Ihr Grillfleisch aufgegessen? Sind das etwa keine Tiere? Ich zum Beispiel esse kein Fleisch. Also bitte keinen Streit. So, da ist ein 87er Molly Chateaubriand. Gefällt dir wohl? Na ja, nun, sie ist. Glaubst du im Ernst, sie könnte dir gefährlich werden? Bevor du ihr einen Altar errichtest, möchte ich dich warnen. Sie ist schon sehr lange her, aber ich war einmal sehr verliebt in einen international bekannten Reeder. Ja, ich weiß. Es ging damals durch alle Zeitungen. Er hat dich an deinem Hochzeitstag vor dem Altar stehen lassen. Wegen eines Fotomodells. Es war sie. Warum hast du sie dann empfangen? Wegen der Wohltätigkeitsgala. Katharina hat sie geschickt. Ich werde ihr den Aufenthalt versüßen. Nicht du. Danke, dass Sie mich von diesem schrecklichen Pfarrer erlöst haben. Keine Ursache. Ich dachte, Sie wollten mir Ihr Arbeitszimmer zeigen. Tut mir leid. Es ist leider belegt. Ach, schade. Aber hier ist es doch auch sehr gemütlich. Hey, nicht so stürmisch. Lass dir Zeit. Strumpf für Strumpf. Doktor? Ach so, Moment. Der ist für die Tür und der für den Schrank. Danke. Was wollte der Oberst? Nur die Schlüssel für mein Arbeitszimmer. Und nun wieder zu uns. Jetzt habe ich leider keine Zeit. Aber du wartest hier auf mich, ja? Ich bin gleich wieder da. Ciao. Martina! Hätten Sie die Freundlichkeit, mir die Konstruktionspläne zu überlassen? Was soll denn das? Ich habe schon vermutet, dass hinter der hübschen Larve mehr steckt als nur Verführungskünste. Was wollen Sie damit? Sie können damit nichts anfangen. Ich nicht, aber andere. Für wen arbeiten Sie? Sind Sie wirklich so naiv zu glauben, dass ich Ihnen das sagen werde? Drehen Sie sich um. Mein Auftraggeber will immer auf dem neuesten Stand der Kriegstechnik sein. Wenn Sie mich erschießen, werden das alle hier im Schloss hören. Sie kommen nicht weit. Das lassen Sie mal meine Sorge sein.
so eilig? Peter! Gloria! Ich habe mit dir zu reden und Sie verlassen sofort das Schloss! Genau das hatte ich vor. Ich hole nur noch meinen Mantel. Entschuldigen Sie, Baronin, dass ich so spät noch störe, aber ich muss Sie dringend sprechen. Kommissar, was ist denn? Wir haben da heute eine weibliche Leiche aus dem Kanal gefischt, eine gewisse Katharina von Hartenberg. Ah! Nach unseren Recherchen war sie auf dem Weg zu Ihnen. Sie ist tot! Sie ist tot! Natürlich ist sie das, sonst hätten wir sie ja wohl kaum in die Gerichtsmedizin gebracht. Aber nein, Martina May, sie ist tot! Hier! Viel Arbeit für Hauptkommissar Thaller. Den Fall Hartenberg überlassen wir Ihnen. In den Fall May schalten wir uns mit ein. Liebe Zuschauer, unsere 6 Mordverdächtigen von Schloss Leonberg müssen uns Rede und Antwort stehen. Hier sind sie. Einer davon ist der gesuchte Mörder und wir werden ihn finden. In ein paar Minuten. Martina May kam als falscher Gast auf Schloss Leonberg und musste sterben. Hier sind unsere 6 potenziellen Mörder von Schloss Leonberg. Die Baronin Elisabeth von Porz. Rächte sie sich an der Frau, die ihre Hochzeit platzen ließ? Oberst Friedrich Wilhelm von Gatow. Welche Bedeutung hatten seine technischen Zeichnungen? Gloria Torbach. Wollte sie die Rivalin loswerden? Dr. Peter Blum. Kränkte ihn das plötzliche Desinteresse des Ex-Models? Frau Helene Weiß. Was hatte unsere Haushälterin in der Vergangenheit mit der Jet-Setterin zu tun? Pfarrer Clemens Grün. Reizte den Tierschützer nicht nur der Pelzmantel, sondern auch seine Trägerin? Der Mörder ist unter uns und wir werden ihn finden. Bitte nehmen Sie Platz. Liebe Studiodetektive, bitte geben Sie jetzt Ihre erste Vermutung in den Computer ein. Sie wissen, Sie können Ihre Meinung jederzeit ändern. Allerdings merkt sich der Computer genau, wer zuerst die richtige Kombination gefunden hat und diese auch bis zum Schluss beibehält. Auf den wartet nämlich als Belohnung unsere Cluedo-Reise. Außerdem wertet dieser Computer alle Eingaben sofort aus. Und ich habe die erste Information für Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Und zwar meinen 18% hier im Saal, Pfarrer Clemens Grün sei der Mörder. 21% verdächtigen die Baronin von Porz und die Mehrheit von 24% Gloria Torbach. Aber weshalb soll ich sie umbringen? Bloß weil sie Peter ein paar neue Spielchen beibringt? Tja, auf jeden Fall wäre Eifersucht ein Motiv, liebe Zuschauer. Und merken Sie sich, wir suchen nicht nur den Mörder, sondern auch die Mordwaffe und den Ort des Verbrechens. Und unsere Studiodetektive haben gesagt, sie sind einsatzbereit. Ich bin auch bereit. Wer stellt die erste Frage? Wo kann ich zuerst? Da unten ist eine Meldung. Ich komme gleich zu Ihnen. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Wen möchten Sie fragen? Ich möchte erstmal die Baronin von Porz was fragen. Bitte, ja. Ja. Frau Baronin. Wie stark waren eigentlich Ihre Rachegefühle gegenüber dieser Frau? Ich habe mich später sehr glücklich verheiratet. Meine Rachegefühle waren nicht mehr sehr groß. Aber natürlich wollte ich nicht unbedingt mit dieser Person verkehren. Moment. Ihre Reaktion war aber nicht so entsprechend, wenn das wirklich so wahr ist, wie Sie es gesagt haben. Das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Ich wollte mit dieser Frau natürlich nichts mehr zu tun haben, aber mich an ihr rächen, sie umbringen, ach nein. Herr Pfarrer, was ging in Ihnen vor, als die Frau May Ihnen am Tisch nun so extrem verdeutlichte, dass Sie ja nun auch ein totes Tier auf dem Teller liegen haben, sprich Fleisch? Denn irgendwo hatte sie ja recht. Ja, ich weiß, das ist ein Widerspruch und wenn ich auf Widersprüche in meiner Natur hingewiesen werde, dann werde ich leicht etwas unsachlich. Gut, Sie waren ja aber in dem Moment erst einmal sprachlos. Aber was ging in Ihnen vor?
Unglaubliches. Unglaubliches. Unglaublich. Das sagt mir jetzt wahnsinnig viel, ja. Ja. Wahrscheinlich wühlte es und grummelte es im Bauch so vor sich hin. Das und wahrscheinlich waren sie noch leicht ärgerlich auf die Dame, dass sie ihnen erstmal so spontan einen Widerspruch entgegenbrachte. Oh, leicht ärgerlich ist eine sehr große Untertreibung. Ja. Gut, bitteschön. Ich hätte eine Frage an Gloria Thorbach. Ja. Und zwar, wie eifersüchtig war sie denn, als sie Peter Blum mit der Martina gesehen hat? Mhm. Naja, ich meine, normal eifersüchtig. Oder magst du das gern, wenn man unter deinem Dach, wenn dein Liebhaber mit jemand anders schläft? Woraus schlossest du denn, dass die zwei ein Verhältnis haben können? Das habe ich gerochen. Das hat sie gerochen. Und dann hast du gleich die Martina May aus dem Haus geschmissen? Ja, es war ziemlich offensichtlich, dieser Geruch. Gloria ist sehr extrem, wenn ihr irgendetwas nicht passt. Also das ist überhaupt gar kein Thema, jemanden aus dem Haus zu werfen. Das muss man dazu sagen. Ja, bitteschön. Herr Oberst von Gatto, wie lange waren Sie also am Boden gelegen, nachdem Sie niedergeschlagen worden sind? Oh, keine Ahnung. Dieser Hieb traf die Fontanelle und es dauerte, glaube ich, etwas, bis sie wieder zu mir kam. Danke. Danke Ihnen. Ja, Sie möchten noch mal nachhaken? Ja, eine Frage an Helene Weiß. Ja. War die Flasche, die Giftflasche, am nächsten Morgen noch im Kühlschrank? Das kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube schon. Oh, Sie haben noch eine Frage, ja. Natürlich. Warum der Herr Pfarrer da oben am Jackett dreckig war und von was? Ja, ich habe mich geprügelt. Mit Polizisten. Aha. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Ja, eigentlich. Bravo. Das sollten wir lieber Herrn Thaler fragen. Oh Gott, Herr Pfarrer. Oh Gott, Herr Pfarrer, ja. Ja, da unten. Warten Sie mal, ich mache das mal einfach so. Ich zuerst? Ja, bitte. Ich hätte eine Frage an den Herrn Dr. Blum. Ja. Geben Sie so einfach Ihre Schlüssel von Ihrem Arbeitszimmer und dem Safe? Ich habe eine solche gute Beziehung zu dem Herrn Oberst, dem würde ich alles geben. Ja, aber wussten Sie überhaupt, was er da zu deponieren hatte? Das brauchen wir gar nicht zu erzählen. Wenn er etwas verschließen will, dann vertraue ich ihm. Ach so. Sie lieben und Sie hassen sich auf Schloss Leonberg, so ist das. Ja? Eine weitere Frage. Warum haben Sie denn eigentlich der, wie hieß sie, die Dame Martina May, gell? Genau. Warum haben Sie eigentlich gesagt, dass das Arbeitszimmer besetzt sei? Sie hatten doch den Schlüssel dem Oberst noch gar nicht gegeben. Er treibt es gern auf dem Billardtisch. Aha. Ich möchte aber die Antwort von Herrn Blum hören. Es ist richtig. Ich dachte, der Billardtisch wäre der geeignete Ort. Bitte, liebe Zuschauer, sparen Sie sich Ihre Fragen auf. Wir haben noch Verhöre. Merken Sie sich, was Sie fragen wollen. Ich habe jetzt nämlich mal eine Frage. Ich möchte wissen, wer ist der Mörder? Welches ist die Tatwaffe und welches der Tatort? Und ich frage Sie einfach mal. Hallo, guten Abend. Hallo. Wer ist für Sie der Mörder? Ich würde sagen, Gloria Thorbach oder Pfarrer Clemens. Was haben Sie denn eingegeben? Pfarrer Clemens. Dem Pfarrer Clemens. Aha, und was meinen Sie womit? Mit dem Gift und im Esszimmer. Die Dame ist der Meinung, das Ganze war im Esszimmer. Es war der Herr Pfarrer mit dem Gift. Und davon ist eine Vermutung richtig. Und auf Schloss Leonberg gab es fast einen dritten Toten, Oberst von Gatto. Das hätte uns gerade noch gefehlt. Aber er wacht Gott sei Dank wieder auf. Friedrich! Fritz! Er lebt, Baron. Oh. Friedrich. Kommissar, verhaften Sie Martina May. Lassen Sie alle Straßen sperren, sie kann nicht weit sein. Nicht mehr nötig, Herr Oberst. Sie haben sie? Gratuliere. Sie wird ein paar Jährchen sitzen müssen. Nein, sie wird liegen, Herr Oberst. Sie ist nämlich tot. Als Sie ihnen dieses Ding da verpasst. Ich hatte Konstruktionspläne der höchsten Geheimhaltungsstufe bei mir. Sie hat mich mit der Waffe bedroht und sie mir abgenommen. Pläne habe ich bei der Toten keine gefunden. Aber eine Pistole. Oh! So, jetzt wissen wir, wer beim Oberst eingebrochen hat. Übrigens, diese Pistole... Gehörte jemand hier im Schloss? Nein. Sie lag neben der Leiche. Mit genau so einer Waffe wurde Frau von Hattenberg erschossen. Baronin, was ist da gewesen zwischen Ihnen und dieser Abenteurerin? Sagt Ihnen der Name Hans Kelsen etwas? Oh ja, der Schiffsreeder. Wir wollten heiraten. Eine Traumhochzeit. Ja, das fand Martina May auch.
Ich verstehe, er war Martinas dritter Mann. Haben Sie sie deswegen gehasst? Damals ja. Und als ich jetzt gesehen habe, wie sie den armen Oberst um den Finger gewickelt hat, da hätte ich sie umbringen können. Warum haben Sie sie überhaupt empfangen? Ich musste. Sie sagte, sie käme als Ersatz für Katharina von Hartenberg, mit der ich die PR-Arbeit für die große Wohltätigkeitsgala mache. Ich verstehe. In der Wohnung vom Oberst hat sie die Pläne nicht gefunden. Um aufs Schloss zu kommen, brauchte sie einen triftigen Grund. Und dann hat sie Frau von Hartenberg getroffen. Die wollte gerade aufs Schloss. Dann hat sie sie erschossen und ihnen erzählt, dass sie verhindert wäre. Arme Katharina. Was haben Sie denn da in der Hand? Ach, nichts. Ich habe mich geschnitten. Der Oberst hat eine Flasche Wein fallen lassen und ich habe die Scherben aufgelesen. Ist das nicht die Arbeit der Haushälterin? Ach, Helene arbeitet ja so schon bis tief in die Nacht. Mmh. Merkwürdig. Bei mir schmeckt Fleisch nie so gut. Sie müssen es vorher einlegen. Zitronensaft, Öl, etwas Thymian und etwas Knoblauch. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, Frau Weiß. Aber leider muss ich Fragen stellen. Zum Beispiel, warum ist dieser Grillspieß so verbogen? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Vielleicht hat einer sein Fleisch nicht runtergekriegt. Hm. Sie hatten keinerlei Probleme mit Martina May. Nicht die geringsten. Für wen beten Sie eigentlich, Hochwürden? Ach, Herr Kommissar, für die Tote und für mich. Für Sie selbst? Ja, ich habe eine Gewalttat begangen. Einen Mord? Nein, keinen Mord. Ich habe den Pelzmantel dieser Dame aus der Halle genommen und habe ihn unbrauchbar gemacht. Ich werde es Ihnen erklären. Ach was? Nein, nein, Sie bleiben hier und hören mir jetzt zu. Los! Sie bleiben hier. Ich habe Ihnen... Was? Sie bedrohen einen Priester mit der Waffe? Allerdings. Und ich war zutiefst erschrocken über mich selbst. Eine Frau zu schlagen. Zum Glück war sie nicht tot. Ich habe mich geschämt und bin davongelaufen. Und die Schere? Schere? Mit der Sie den Mantel zerschnitten haben? Ach, die Schere. Die habe ich bei mir. Mal sehen, ob außer Tierhaaren noch was anderes dran ist. Dieser Mann Gottes, meine Güte. Wir sollten uns die Mordwerkzeuge auch noch mal ganz genau anschauen, liebe Zuschauer. Und zwar das Gift, den Grillspieß, die Weinflasche, den Seidenstrumpf, die Pistole und die Schere. Und hier noch mehr Informationen für Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Wer ist bei Ihnen der Hauptverdächtige im Moment? Im Studio sieht es gerade so aus. 18% verdächtigen Helene Weiß. 19% Gloria Thorbach und eine große Mehrheit von 27% die Baronin. Ah. Ach, Elisabeth. Ja, so, bitteschön. Ich hätte eine Frage an den Herrn Oberst. Herr Oberst, können Sie sich erklären, wie die Pläne in die Küche kommen? Nein, keine Ahnung. Frau Weiß, Sie? Nein. Ich habe das auch nicht gesehen. Sie haben ja gesehen, ich habe ohne Brille abgewaschen und hielt das eigentlich für unsere Servietten. Ich war ganz erstaunt. So, hier ist die nächste Frage. Mich würde mal interessieren, also auch eine Frage an den Herrn Oberst, ja? Wie lange er glaubt, dass er in Ohnmacht gefallen war oder bewusstlos war? Ich kann es nicht genau sagen. Das kann zwischen 5 und 6, aber auch zwischen 10 und 15 Minuten gewesen. Das ist eine schwierige Frage. Also und ich glaub, wie kam das dann, dass Sie so schnell wieder wach waren und reagiert haben? Habe ich schnell reagiert? Ja, Sie haben sehr schnell reagiert. Dieser Holzkopf hat schon einiges abgekriegt im Laufe der Jahrzehnte. Vielleicht bin ich daran gewohnt. Okay, aber hier sind noch Fragen, bitteschön. Ja, ich hätte noch eine Frage an den Herrn Pfarrer. Als Sie diesen Kinnhaken da losgelassen haben, da ist ja die Pistole in einem weiten Bogen weggefallen. Warum haben Sie die nicht auch aufgehoben? Also
Das habe ich gar nicht in dem Moment gesehen, eine Pistole. Sie hielt mir eine Pistole vor und dann habe ich... für diesen Reflex können Sie mich kaum verantwortlich machen. Und dieser Riesenberg von Papieren, der da eigentlich in der Gegend rumgelegen sein muss, den haben Sie auch nicht gesehen. Was für Papiere? Ja, mit dem Sie gerade zu Ihrem Mantel geflüchtet ist, um das Haus zu verlassen. Nein, ich habe von solchen Dingen keine Ahnung. Ich habe nur diesen Pelzmantel gesehen und, wie gesagt, mehr weiß ich nicht. Und die Pistole ist irgendwie unter den Tisch geflogen, oder wissen Sie auch nicht? Nein, weiß ich wirklich nicht. Dankeschön. Bitte schön, Sie sind an der Reihe. Ich hätte mal eine Frage an die Frau Baronin. Wo Sie die Flasche weggeräumt haben, wo haben Sie denn die Scherbe hingebracht? Die Scherben habe ich in einen Papierkorb, eine Art Papierkorb. Wo stand der Papierkorb? Im Esszimmer. Im Esszimmer. Haben Sie da Ihre Haushälterin mal getroffen? Später ging da Helene hoch, um den Tisch abzudecken. Ja. Dann haben Sie sich doch an der Hand verletzt. Wollten Sie da nicht verbunden werden von Ihrer Haushälterin? Ach nein, wissen Sie, sie hat ja so unendlich viel zu tun und so ein Pflaster, das kann ich mir auch alleine kleben. Der schafft sie da gerade noch alleine. Wenn die Baronin nicht die Mörderin ist, dann müssen wir ihr glauben. Ansonsten hätte sie lügen können. Das ist klar. Und ich möchte jetzt noch mal wissen, wer ist der Mörder? Welches ist die Mordwaffe und welches der Ort des Verbrechens? Ich frage Sie einfach mal. Guten Abend. Guten Abend. Wer ist denn für Sie der Mörder? Ja, ich glaube, Mörderin? Die Baronin. Aha. Könnte es sein. Aha. Und was meinen Sie womit? Mit dem Grillspieß. Und wo? Oh. In der Bibliothek. Aha, Sie sagen also, das Ganze war in der Bibliothek. Es war die Baronin mit dem Grillspieß. Und davon stimmt eine Vermutung. Wir sind mal wieder an einem Punkt angelangt, wo wir Hauptkommissar Thaller einschalten sollten. Er betreibt seine Ermittlungen auf Schloss Leonberg ganz sachlich und nüchtern. Danke, Doktor, nicht im Dienst. Sie hat sie also regelrecht stehen lassen. Tja, sowas kommt vor. Aber deswegen bringe ich noch niemanden um. Und was haben Sie dann gemacht? Ich bin ihr nach. Sie ist in mein Arbeitszimmer. Von drin habe ich dann die Stimme vom Oberst gehört. Da war mir klar, dass ich abgemeldet bin. Und weiter? Nichts. Gloria hat mich dummerweise mit Martina gesehen und mir einen Vortrag gehalten. Als sie endlich wieder weg war, habe ich mir diese Flasche aufgemacht. Wie kommt denn das hierher? Den hatte ich bei mir, als ich aus dem Billardraum kam. Als Trophäe oder was? Sie hat schon ein bewegtes Leben geführt, diese Martina May. Was man so hört? Könnte man direkt neidisch werden, was? Man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. Kommt darauf an, was man hat. Sie hatten eine Auseinandersetzung mit Dr. Blom. Wie kam das? Ich habe in der Nacht Hunger bekommen und bin runter und habe was gegessen. Ja, und als ich wieder raufkomme, sehe ich Peter mit dieser Person. Und? Ich habe ihm klargemacht, zu wem er gehört. Das können Sie mir glauben. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Und weiter? Ja, nicht. Ich bin in mein Zimmer und Peter hat sich an der Bar bedient. Das macht er immer, wenn er frustriert ist. Betacyanidchlorwasserstoff. Wozu im Himmel brauchen Sie sowas? Das hat der Herr Pfarrer gebracht. Der Pfarrer, aha, ich verstehe, aus dem Labor. Das hat der Mann natürlich verschwiegen. Haben Sie gewusst, dass dieses Zeug hochgiftig ist? Ja, wieso verdächtigen Sie mich, Herr Inspektor? Ich habe mit dieser schrecklichen Frau doch nichts zu schaffen. Wenn Sie nichts mit ihr zu schaffen haben, warum nennen Sie sie denn schrecklich? Sie wussten doch, was sie der Baronin angetan hat. Ich bin ein sehr loyaler Mensch, Herr Inspektor. Aber von Mord steht nichts in meinem Arbeitsvertrag. Würde es Ihnen etwas ausmachen, Hauptkommissar zu mir zu sagen, Frau Weiß? Würde es Ihnen etwas ausmachen, meine Küche zu verlassen, Herr Hauptkommissar? Oh, danke. Danke. Moment, Frau Weiß. Sie bleiben ganz schön hier. Bitte? Ich stehe kurz vor der Lösung. Mir fehlt nur noch eine Information. Wenn wir Ihnen helfen können? Wer war das noch gleich, der heute Nacht Appetit bekam? Ich. Wieso? Was haben Sie da gegessen? Und wo? Ja, das Fleisch von Helene. Es hat so gut geschmeckt und weil es eingelegt war, habe ich gedacht, es schmeckt auch kalt. Und weiter? Ja.
Diese Martina, die hat ihr Fleisch nicht gegessen. Ich bin ins Esszimmer und habe das Fleisch vom Spieß abgemacht und gegessen. Haben Sie den Teller dann weggeräumt? Nein. Wieso nicht? Ja, es ist Helenes Arbeit. Danke. Jetzt weiß ich es. Da freut sich Hauptkommissar Thaler. Er weiß es, wissen Sie es vielleicht auch schon, liebe Zuschauer. Aber Sie sollten wissen, wie es hier im Saal im Moment aussieht. 17% sagen, Pfarrer Clemens ist der Mörder. 22% verdächtigen Helene Weiß. Und die Hauptverdächtige ist im Moment mit 31% die Baronin von Porz. Mal wieder. Frau Baronin, man klammert sich an Sie. Da oben der Herr mit der Brille, bitte, wenn Sie Ihre Frage stellen. Eine Frage an Gloria. Haben Sie den ganzen Spieß gegessen, als Sie Hunger bekommen haben? Ja. Und eine weitere Frage an Frau Weiß. Wie viele Spieße haben Sie zubereitet? Ja, für jeden zwei. Für jeden zwei, okay. Gloria, Sie haben drei Spieße gegessen? Ja. Und das in der Nacht, alle Achtung. Gut, ich befinde mich in der Schweizer Ecke. Wer möchte hier noch eine Frage stellen? Wer nutzt die Situation aus? Ja, bitteschön. An den Herr Oberst. Ja. Der Verlust der Pläne, hätte Sie das in große Bedrängnis gebracht? Gegenüber den Auftraggebern. Schwierigkeiten, ja. Sicher? Ja, ganz sicher. Wenn Sie bitte sprechen würden. Ich hätte gerne eine Frage an Herrn Dr. Blom. Um wie viel Uhr etwa haben Sie die Leiche gefunden? Das war irgendwie mitten in der Nacht, also um 23:30 in dem Dreh. Also hier geht's weiter. Ich mach das mal so. Meine Frage an Gloria. Haben Sie vorher im Kühlschrank nachgeschaut, ob da was zu essen ist und sind dann ins Esszimmer gegangen oder? Nein, ich habe gedacht, die gibt es nur vor, dass sie kein Fleisch ist und isst es dann heimlich. Haben Sie gewusst, dass im Esszimmer der Spieß noch steht? Ja, ja, weil Helene hat sie ja liegen gelassen, weil sie auch gehofft hat, sie würde irgendwann noch was essen. Ach so. An Frau Weiß, sind Sie später noch mal im Kühlschrank gewesen? Nein. Nach dem Abendessen nicht mehr? Das glaube ich nicht, nein. Gut, hatte ja keinen Grund. Ich möchte wieder eine Frage stellen. Wer ist der Mörder? Welches ist die Tatwaffe und welches der Tatort? Wir stellen wieder eine Vermutung auf und ich frage Sie einfach mal, ja? Wen halten Sie denn für den Mörder? Die Baronin. Sie auch, die Baronin? Ja, weil sie hat gelogen mit der Weinflasche. Sie hat die Scherben... Sie sagt, sie hat die Scherben im Esszimmer weggeworfen und die sind in der Küche. Und ich glaube nicht, dass die nachher so weggeräumt wurden. Gut, Sie haben mir das nicht geglaubt, aber plausibel wäre es gewesen, was uns die Frau Baronin erzählt hat. Ich habe nicht gelogen. Okay, was ist für Sie das Mordwerkzeug? Das Gift. Das Gift. Und Tatort ist? Der Salon. Der Salon. Der Herr aus der Schweiz sagt, es war im Salon, es war die Frau Baronin mit dem Gift. Und ich kann nur sagen, herzlichen Dank an die Schweiz, davon stimmt gar nichts. Ist für Sie weniger erfreulich, für uns aber schon. Denn wir wissen somit, dass die Frau Baronin entlastet ist. Ja, mein Schatz. Freut mich für Sie, gnädige Frau. Und es war auch nicht das Gift und es war auch nicht im Salon. Also, Sie sehen, liebe Zuschauer, die Lady hat uns eine ganz schön schwere Aufgabe aufgebürgt. Aber wir werden sie lösen. Gleich. Wir fahnden immer noch nach dem Mörder von Martina May, nach der Tatwaffe und dem Tatort. Und wir sollten eine Vermutung aufstellen. Ich frage Sie einfach mal, was Sie meinen, wer der Mörder ist. Die Helene Weiß. Aha, was sagen Sie, womit? Grillspieß. Und wo? Esszimmer. Aha, also die Dame sagt, es war im Esszimmer. Es war Helene Weiß mit dem Grillspieß und davon sind zwei Vermutungen richtig. Und die Dame hier unbedingt wollte mir noch unbedingt eine Frage stellen, beziehungsweise unseren sechs Verdächtigen, wenn Sie das bitte einfach mal tun. Ja, ich wollte den Herrn Oberst fragen, wo er hingegangen ist, nachdem er wieder zu sich gekommen ist. Aha, Herr Oberst. Ja, das ist ja nicht mehr klar festzustellen. Ich bin ja in den Armen aufgewacht, als die Baronin und als der Kommissar kam. Ich bin vorher gar nicht unterwegs gewesen, ich bin erst hinterher irgendwo hingegangen. Also, er weiß es nicht mehr so genau. Vielleicht hilft Ihnen das weiter mit Ihren Vermutungen. Sie wollten auch noch unbedingt eine stellen und dann ist aber Schluss. Ja, ich wollte Gloria fragen. Jeder normale Mensch, der nachts Hunger kriegt, geht in die Küche und schaut in den Kühlschrank. Warum geht sie ins Esszimmer und isst die kalten Reste oder das kalte Fleisch von dem Gast? Weil ich nicht normal bin. Bitte? Bitte? Weil ich nicht normal bin. Ah ja. Klare Antwort. Auch noch ganz schnell, ja?
An den Herrn Pfarrer noch kurz eine Frage. Nachdem Sie nach dem Essen durchs Schloss gewandelt sind und dann den Mantel zerschnitten haben, sind Sie irgendwie auf irgendwelchen Wegen noch mal ins Esszimmer gekommen? Nein. Gut. Gut, jetzt müssen wir unser Verhör beenden, liebe Zuschauer. So, Sie sollten jetzt Ihre Vermutung notieren, liebe Zuschauer, denn wir sind fast am Ende unserer heutigen Show. Und hier im Saal, liebe Studiodetektive, Ihnen gebe ich noch mal 5 Sekunden Zeit, Ihre Eingabe noch einmal zu ändern. Wer ist der Mörder? Welches ist das Mordwerkzeug? Und welches der Tatort? Sie haben 5 Sekunden ab jetzt. Jetzt ist es soweit. Hauptkommissar Taller erwartet den Mörder zum Geständnis. Alle 5 anderen dürfen den Raum verlassen. Darf ich bitten, den Raum zu verlassen, Fräulein Gloria? Baron. Pfarrer Clemens. Dr. Blom. Frau Weiß. Na also. Und nun zu uns beiden. Ja. Was geschah, nachdem sie Ihnen die Pläne abgenommen hatte? Der Schlag hat mich zwar von den Füßen geholt, aber mein Schädel hält ja eine ganze Menge aus. Ich kam wieder zu mir und hörte Geräusche. Und dann so etwas wie einen dumpfen Fall. Das war der kleine Streit mit dem Pfarrer. Die Tür zum Esszimmer war offen. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Weil die Situation kam mir gelegen. Sie hat noch gelebt. Ich musste reagieren. Das Blut abwaschen und die Waffe beseitigen. Plötzlich hätte ich sie mit dem Polizeiwagen kommen. Dann haben sie sich wieder ins Arbeitszimmer gelegt und den Bewusstlosen gespielt. Der Panzer ist noch nicht einmal gebaut und schon hat er 2 Menschenleben gekostet. Tja, und beinahe sogar 3. Es war also der Oberst mit der Grillgabel im Esszimmer. Ich bin gespannt, wer das zuerst herausgefunden hat und damit heute bei uns gewinnt. Herzlichen Glückwunsch, danke. Gratuliere. Wie ist Ihr Name? Thomas Walzer. Thomas Walzer, Sie freuen sich. Wissen Sie auch, wo es hingeht jetzt? Nee, keine Ahnung. Schauen Sie mal da. Der Mörder ist gefasst. Sie können sich also getrost um einen neuen Fall kümmern. Wie wäre es mit der Untersuchung der Balearen? Zusammen mit Fischereisen und Hapag-Lloyd ist es nun möglich, das zu entdecken, was Ihnen bisher verschlossen blieb. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaubsfall. Was sagen Sie dazu? Ja, ist nett. Schon mal da gewesen? Nee, war ich noch nicht. Ich fahre normal immer nach Italien oder Griechenland.
Und jetzt mal ein bisschen weiter weg. Ja. Na super. Wie sind Sie drauf gekommen? Ja, das war am Anfang. Da hat mir jemand geholfen in der zweiten Reihe, glaube ich. 2D müsste es gewesen sein. Aha. Also die hat gesagt, dass der Oberst, wo der Oberst war, der hat gemeint, er ist aufgestanden und irgendwie durchs Haus gelaufen. Und hinterher im zweiten Film ist er halt liegen geblieben, ne? Und hat sich dann nicht mehr so erinnern können. Scharfsinnig, super aufgepasst. Der Thomas Walzer? Das war dann immer die Frage, ne? Okay, darf ich Ihnen schon mal dieses Cluedo-Spiel geben? Dankeschön. Können Sie zu Hause auch ein bisschen üben? Vielleicht kommen Sie noch irgendwann noch mal zu uns ins Studio. Solche Detektive brauchen wir öfter. Ich sage nur viel, viel Spaß im Urlaub. Vielen herzlichen Dank und noch mal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ein Vierteljahr lang wurde jede Woche ein Gast auf Schloss Leonberg umgebracht. Glauben Sie, da traut sich überhaupt noch jemand hin? Haben Sie eine Ahnung? Wir können uns vor Anrufen überhaupt nicht retten. Längst vergessene Freunde melden sich und wollen uns besuchen. Also was sind das für Zeiten? Schon Zeiten, meine Liebe, schon Zeiten. Jagdsaison ist zu Ende, die Schonzeit beginnt. Aber wie immer bei Jahreszeiten, sie gehen und sie kommen. Und wenn die nächste Saison beginnt, dann treffen wir uns wieder hier zu Cluedo, dem Mörderspiel. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Tschüss.